bekämpfen wir, dass wir im kleinen Kreis Kultur, und bei uns gibt es wirklich hervorragende Leute, unter den Arbeitern gibt es genug Leute, die Kunst produzieren. Herr Kühn, Ihre Gruppe kommt aus Hagen. Hat die Musik, die Sie machen, irgendetwas mit dem Ruhrgebiet zu tun? Ja, unsere Musik eigentlich nicht, würde ich sagen. Eher wahrscheinlich unsere Arbeitsweise. Wir arbeiten genauso hart wie die Leute im Ruhrgebiet und nach der Arbeit trinken wir auch mal ganz gerne ein. Aber Sie sind voll Profi, Sie sind voll ausschließlich als Musiker tätig? Ja, wir sind seit 2 Jahren etwa Vollprofis und machen nur Musik. Nun gibt es aber doch einen Beziehungspunkt zum Ruhrgebiet.
Ein Beziehungspunkt von Freud, das ist, dass Sie bei Ihrer Deutschland-Tournee, die Sie in den nächsten Wochen machen und bei der jüngsten Platte, die Sie aufgenommen haben, hier Sie in Mülheim aufgenommen haben. Ja, wir haben unsere Live-LP Solar Music in Mülheim aufgenommen. 54 Minuten richtiger Ruhrgebiet-Sound auf LP. Ja, und daraus hören wir gleich zum Abschluss dieser Sendung auch noch einen Take. Dankeschön. Meine Damen und Herren, mit Sicherheit mit dem Ruhrgebiet zu tun hat unser nächster Beitrag. Es ist oft beklagt